Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Awesome 2 Kappa Mode. So, also, folgende Sachen. Hier haben wir unsere Loot Recyclungsanlage, die einfach die Tiny Coal in Lootboxen umwandelt, die dann hier kompakt werden in die Rare, Epic, Unschutzendlich in Legendary, gehen hier rein, werden geöffnet und rausgesogen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt schon einiges an Black Lotusen haben. 365, da geht noch was, ich schätze mal, das wird bis morgen noch mehr. Dann habe ich einen zweiten Dire Crafting Table gemacht. Der ist leer. Den habe ich gebraucht für Cosmic Meatballs und Ultimate Stew. Das war ein Krampf. Ich habe die Storage Components hier habe ich automatisiert, dass man die craften kann. Die Copper-Kanister sollten jetzt endlich fertig sein. Wenn nicht, dann fresse ich einen Besen. Ich wollte schon gesagt haben. So. Jetzt haben wir nur noch zwei Sachen, die wir machen müssen. Erstens die Runen. Zweitens Slime Crystal. Und im besten Fall haben wir heute alles fertig. Die Runen werden, glaube ich, das ekligste. Aber das kriegen wir auch hin. So, zuerst einmal. Ich will mal ganz kurz zeigen, was wir für die Cosmic Meatballs brauchen. Ja, da brauchen wir Pile of Neutrons, kein Thema. Raw Beef, Raw Chicken, Raw Pork Chop, Raw Fish, Raw Mutton, Raw Meat Ingot und Raw Impide. Impide ist das von den Schweinemenschen, nicht von den Zombie-Pigmen, von den kleineren. Raw Meat Ingots haben wir hier rüber bekommen. Und ja. Hier haben wir auch schon einen Pink Slime Bucket. Und ja. Dann kommen wir jetzt einmal zu Trick 768. Wir brauchen eine Slime Beginning Syringe. Okay, wir brauchen eine Empty Syringe. Dann mach ich mal. Kann ich 4 davon machen? Habe ich keinen Lapis mehr. Dann machen wir mal die Spritzen fertig. So, Pro-Tip. Pink Slime Bucket wird hingelegt. Fließt jetzt erstmal. Wird gewartet. Und wir haben einen Pink Slime. Und mit der Slime and Beginning Syringe können wir den größer machen. Und noch größer. Okay, nur dreimal geht. Zack. Und da haben wir es. Eine Soul von dem Pink Slime. Das heißt jetzt im Klartext, wir werden einmal hier reingehen. Villager Mob Souls haben wir ja jetzt genug. Und dann sollte das jetzt jeden Moment anfangen zu spawnen. Jawohl. So. Den Magneten machen wir dafür mal ganz kurz aus. Das kommt da rein, das kommt da rein. Die brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Und die Lootbags können wir hier in die Anlage packen. So ungefähr. Alles klar. Ich bitte auch mal zur Entschuldigung für das Gezubbel, was ich in der letzten Folge hatte. Oder in den letzten paar Folgen. Ich habe keine Ahnung, woher das herkam. Das letzte Mal, ich hatte die ein bisschen zu hoch eingestellt, die Bitrate. So, jetzt haben wir eine zweite Mob-Soul. Die können wir dann auch nochmal da reinpacken. Dann haben wir zwei laufen, dann geht das ein bisschen schneller. So, zack, zack, zack und raus. So, dann einmal, zweimal, dreimal. So, wer es gestern nicht mitbekommen hat, beim Bakerman ist das neue Projekt ans Laufen gegangen, das Ages of Time. Da war ich schon einmal gestern irgendwie reingeraten. Frag mich nicht, wie das entstanden ist. Ich habe selbst keine Ahnung. Aber naja. Ich
weiß nicht, ob ich da großartig was aufnehmen werde. Vielleicht werde ich dann mal beim Street oder so helfen. Mache ich dann den Outfit zu Marvin, aber naja. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Pink Slime Balls. Machen die zu Slime-Blöcken. Und die werden ganz einfach gebraten und wir kriegen die. Hoppala. Die Crystals, die Pink Slime Crystals. Das heißt, die kommen dann. Wow, Maus. Nein, böses Maus. Die kommen dahin und ich habe keinen Bock mehr. Es bringt nichts, es bringt einfach nichts. Wir müssen jetzt hier anfangen. So. Wir haben ja die Hydro-Angeas. Wir müssen jetzt Rezepte machen für die Runen. Und zwar schauen wir uns mal ein letztes Mal den Catalyst an. Wir brauchen Rune of Wrath und Rune of Gluttony. So, Wrath und Gluttony. Das sind die beiden Runen, die wir brauchen. Alles andere haben wir. Seed. Zack. Wir brauchen ein wenig Dirt. Ja, machen wir mal. Ne, Moment, nicht so. Die setzen wir in die Erde hinein. Ich würde überlegen, ob das vielleicht etwas wäre, was man ins Last Millennium packen kann. Wobei, wir haben hier teilweise noch so viel Platz, den wir verschwenden können. Wir brauchen unsere Watering Can einmal. Na, komm schon. Oh, warte mal, haben wir keine Gras-Seeds mehr? Oh. Hab ich ganz vergessen, das haben wir ja auch noch. So, und dann 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lass ich einfach mal da drin. Vielleicht kann man es ja noch gebrauchen. Dann die Hydro-Angeas. Kann man ja noch hier so fliegend machen. Brauchen wir Gras für. Machen wir einmal ganz kurz fertig. Weil das ist meiner Meinung nach momentan die beste Art und Weise, um daran zu kommen. Also an das Mana. So, ich nehme einfach nochmal ein bisschen mit. Kann ja nie so viel wieder schaden. Ich meine, heutzutage ist ja Gras eine wichtige Ressource, ne? Ich meine, viele Leute gehen ja hin, ernten das Unkraut und das mache ich. Ich ernte es richtig, ich möchte es auch mitnehmen. Es soll ein Teil von meiner... Okay, lassen wir das Gespräch. Ich kann mich schon wieder selbst nicht zuhören. So. Können wir... Ah ja, wir müssen ja das in den Mana-Pool werfen. So, Mana-Pool haben wir ja noch hier stehen. Sehr schön. So. Viertel. Ich habe noch nicht mal mehr Floral Fertilizer. Moment mal. Kriegt man den echt nur hier rüber? Bauernmehl.
Drei. Zack, zack. Da, danke. Hat auch keinen EMC-Wert. Auf jeden Fall, wir brauchen die Blumen. Weil ich habe es keinen wirklichen Bock da noch großartig aufzubauen, dass wir die, ich habe halt wieder so Sprachfindungsstörungen. Lassen wir das einfach mal sein. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Blumen. Wir gehen wieder auf die Hydroangeas. So. Zack. Die Floating. Was ist jetzt das Thema? Ach, das müssen die Glimmering sein. Das ist gar kein Thema. Glowstone haben wir genug. So. Einfach alles zu den Glimmering machen. Kann man die Hydrangeas auch? Ich auch? Nö. So rum. Zack, zack. Zack, zack, zack. Red Flower. Yellow. Green. Wir machen das einfach weiter. Ich bin ehrlich, ich bin mal gespannt, wie das gleich aussehen wird, weil ich habe noch nie damit gearbeitet, den Runic-Altar zu automatisieren. Irgendwie habe ich ein Gefühl, das wird auch gleich ziemlich in die Hose gehen, wenn ich das damit anfange. So, dann haben wir noch eine über. Sehr schön. Aber naja, ich lasse mich überraschen. Lass dich überraschen. Ja. So, wir brauchen ein wenig Wasser. Das heißt, wir brauchen zwei Buckets. Wir brauchen ein Art Support-Block. Da kommen dann nehmen wir Quarz. Gibt es Quarz-Slabs? Ja, gibt es. Dann machen wir das darüber. So, perfekt. Die haben das jetzt schon komplett weggesaugt, ne? So. Sehr schön. Dann hier die nächste Schicht. So. Und so. Kommen die dahin. Und die kriegen auch ihr Wasser. So und so. Nächste Schicht. Und die bekommen dann auch wieder so eine Umrandung. Und zwar einmal da. Und einmal da. Und da und da. Und die letzte Schicht. So, jetzt haben wir hier vier Mana Generator. Nennen wir es einfach mal. Nee, das ist jetzt falsch. Das ist doof. Ach komm, damit es ein bisschen schöner aussieht. So, dann sieht das aus, als wäre das auch gewollt so. Ist es, ich meine, das ist natürlich auch komplett gewollt.
Das soll schön aussehen in unserer Base. Und wir alle wissen, das tut es natürlich nicht. Was ist? Ach, weil ich das da eben runtergelaufen ist. Okay. So, wir brauchen unseren Wand of the Forest. Der ist natürlich hier. Wand of Forest. Wir brauchen den Mana Spreader und den Runic Altar. Dann die Mana Pools können wir nochmal mitnehmen. Wobei. Wo ist mein Runic Altar? Das ist jetzt blöd. Machen wir da ganz einfach so. Zack. Den packen wir hier hin. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Warte mal, haben wir eigentlich die Ressourcen, um die abzugraden? Spreader. Living Wood. Wie viele könnten wir machen? 6 Stück. Dann brauchen wir unser Mana Tablet. Zack. Zack. Boah, das ist so unheimlich kompliziert, was ich hier mache. Ich meine, im Notfall kann ich ja immer noch auffüllen hier mit dem Black Lotus. So. Function Mode. Gib mir Streamwood. Gib mir Streamwood Rivers. Was fehlt uns jetzt? Petals. So, 6 Stück. Vielen Dank. So. Du zeigst. Können wir auch die Kaya machen? Komm zu mich. Du wirst noch wunderhübsch gemacht. Kaya Mana Spreader. Tatsache. Dann machen wir einmal so. So und so. Wobei, wir machen das ganz, ganz geschickt. Wir machen das nämlich so und so. Zack, wir verbinden die jetzt alle einmal. Jetzt kriegt er nicht genug Mana rein, oder wie? Oh Gott. Das ist
eine Katastrophe, was ich hier mache, oder? Ja, ich werde es jetzt merken, dass es eine Katastrophe ist. Also für alle Botania-Cracks unter euch, vielen Dank, dass ihr euch diese Farce hier gerade gebt. Wer sich jetzt hier fragt, warum ich das mache, ich weiß es selber nicht. Ist mir jetzt egal, ne? So, bitte. Sehr schön, der bekommt Mana. Mal so ganz, ganz blöd gefragt. Ich hatte eben um die 350 von Lotus. Wie viel habe ich jetzt? 301. Kann ich nicht einfach so eine Open Crate machen? Och man, ich hasse das. Boah, die Runen sind nicht am ekligsten zu automatisieren. Verdammt. Pure Daisy. Wie viel Living Wood? Das muss ich ja dann auch noch automatisieren. Alter, ich sehe den Kokodarsch. Ja. Ich mach das einfach. Ich hab keinen Bock mehr. Wisst ihr was? Ich beende jetzt erstmal jede Folge und überlege meinen Schlachtplan. Das kann sich ja kein Schwein gerade antun. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.